Marianne Hartl? Sorge um ihren Michael. Das ist kein Kinkerlitzchen. Der Schock sitzt noch immer tief. Im März 2022 erlitt Michael Hartl, 74, einen Schlaganfall und fiel ins Koma. Seit diesem einschneidenden Erlebnis ist die Angst sein ständiger Begleiter. Tapfer hat er sich ins Leben zurückgekämpft, aber ganz der Alte wird er wohl nie wieder werden. Ich merke natürlich, wenn der Michael müde oder überanstrengt ist, dann geht es ihm nicht so gut, erzählt seine Frau Marianne, 70. Das Paar tut alles, damit sich das Drama nicht wiederholt. Denn wer weiß, ob das Glück dann wieder auf Michaels Seite ist? Marianne lebt in ständiger Angst. Wir ernähren uns mediterran, machen keine weiten Reisen mehr, verrät Marianne, die oft von bangen Gedanken geplagt wird. Das geht so weit, dass ich immer wissen will, wo ist die nächste Klinik? Michaels Schlaganfall hat dem Volksmusikduo vor Augen geführt, wie kostbar die Zeit auf Erden ist. Im Frühjahr 2024 werden sich die beiden nach über 50 gemeinsamen Jahren vom Publikum verabschieden. Wir brauchen unsere Ruhe, sagt Marianne. Wir brauchen noch unser Leben, die goldenen Jahre. Sie haben es sich verdient, ihre gemeinsame Zeit auszukosten, solange es noch geht.